Ja, riesen Dank, hier ins Gängeviertel kommen zu dürfen. Hier war ja um die Ecke in der Musikhalle, hieß sie damals, das große Konzert zu Hanne Darboven 60. Geburtstag, was ich merkwürdigerweise als einziger gefilmt habe. Und hier im Gängeviertel haben wir auch mal ihren Experimentalfilm zeigen können. Der Mond ist aufgegangen. Also es gibt hier Verbindungen und ja, also diese Arbeit ist sonst größer. Das sind eigentlich 69 Fotokopien, Movie Stars. Und das Interessante ist, dass diese Frauen, die hier zu sehen sind, ja, einen anderen Lebensentwurf gelebt haben als Hanne Darboven. Ja. Sie war eben auch in ihrer Kleidung eher sozusagen Herr Hanne als jetzt Frau Hanne. Klaus, du Das hast ist ja. natürlich eine gute Gesellschaft hier. Ja. Die junge Dame kenne ich. Pat Benatar habe ich in New York spielen gehört und wir haben uns unterhalten. Stehe ich Also, gerne hier. das sind ja jetzt im Moment in der Pandemie für uns Erinnerungen an das Kino, was es ja nicht gibt im Moment. Ja. Das Kino wurde ja im Sinne der Bioabwehr des Virus sozusagen geopfert, obwohl sich nachweislich niemand darin angesteckt hat, aber Das das ist stimmt, nun mal leider so im ja. Moment. Gerne sprechen über Hanne Darbovens Gedanke, mit ihrer Musik zu arbeiten. Also Hanne Darbovens großer Geburtstag, 60. Geburtstag hier in der Musikhalle hieß sie damals. Sie sind Hendrix auch Ich aufgetreten. auch. Wir auch. Mit Chuck Berry. Mit Chuck Berry. Ja. Also mit ihm als Vorgruppe natürlich. Deswegen kam ich eben auf dich, weil du ja eben ein Meister der E-Gitarre bist, wie man auch hört. Ein junger Gitarrist, Manu Weiß, Ja. hat vor dir schon mal versucht, dieses Werk zu spielen, durch 1000 Notenblätter. Ja. Und die Musik ist zunächst in sogenannten Pullernoten notiert. Ja. Das musste also alles erstmal transkribiert werden. Ja. Und ich denke mal, ein Fehler, der gemacht wurde damals mit dem jungen Gitarristen, war, dass man ihn gleich sozusagen mit den ganzen 1000 Notenblättern Das kann ich mir konfrontiert hat. vorstellen, Ja. ja. Deswegen war jetzt die Idee bei dir, dass du mit einigen Blättern arbeitest, Ja. aber nicht sozusagen mit dem ganzen Blech, Ja, weil ja. Ja, Manu Weiß ist dadurch dann berühmt geworden, indem er von der Kühlbrandbrücke sprang. ja. Oh, daraufhin? Also man weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber es war ein spektakulärer Fall und er hat das überlebt. Das ist also die besondere Geschichte dieses Junggitarristen. Ja. Und deswegen war es eben so wertvoll, einen gestandenen Gitarristen mit dieser Aufgabe zu konfrontieren. Und du hast also sozusagen dich nicht schlecht dabei gefühlt, oder? Nein, es wurde immer interessanter für mich. Ich meine, ich war ja nun auch kein großer Kenner der sogenannten Minimalmusik. Ich habe mich da reingefummelt und mal geguckt, was ist es denn eigentlich? Und je mehr ich dann Sachen probiert habe, desto interessanter wurde es für mich eben auch. Und desto mehr Spaß hat es mir eben gemacht. Und ich finde, es ist dann auch ganz gut gelungen, diese Sache lebendig zu machen. Und das ist eben auch ein bisschen, das Ergebnis ist ja so, dass, wie gesagt, es ist nach wie vor ihre Musik, ihre Töne, ihre Läufe sind es. Es hat aber durch diese Bearbeitung, Interpretation eben wirklich einen relativ extremen und radikalen Klang bekommen. Also das Klangbild ist eben wirklich anders. Und wenn ich so mal Sachen gehört habe, wie sie von ihr gespielt worden sind, hatte ich immer den Eindruck, der Klang ist immer relativ konventionell gewesen. Das ist einfach so gespielt worden, wie ihre Noten da waren, aber der Klang war eigentlich, ja, konventionell, ist ja nichts Schlimmes. Aber das ist eben hier nicht so. Und es ist hier einfach, vielleicht entspricht ihr das ja auch, ich weiß, dass das durchaus ein bisschen radikal geworden ist, im Klange zumindest, nicht? Aber ihre Noten, genau, keine Frage. Und es hat mir Spaß gemacht. Her mit den 1000 Seiten. Gleichzeitig
ging es dann darum, also auch ein Überblicksbild zu haben. Und deswegen gibt es eben zu den Movie-Stars dann dieses Bild, was man kennt so aus den Programmkinos, da hängt es bisweilen. Das gibt es also relativ häufig. Und das ist dann nochmal der ganze Überblick über die ganzen Filmschauspielerinnen und auch E.T. ist da und Batman und so weiter. Hitchcock ist da, Fellini. Da ging es also darum, sozusagen, wie bringt man das alles unter einen Hut hier in dem Fall von Fellini. Und dann geht es bei Hanne Dabhoven oft eben auch um diese ganz, ganz speziellen Rahmen. Also dieser Rahmen hier ist besonders schön mit dem Filmstreifen, der also das alles umrundet und dann einfängt. Und ganz typisch für die Konzeptkunst ist eben, dass Hanne Dabhoven an diesem Bild jetzt einfach nichts gemacht hat, sondern dieses Bild irgendwie zu ihr gekommen ist und wenige Tage vor ihrem Tod eben auch noch eine lebensgroße Figur von Marilyn Monroe, die heute noch in ihrem Haus steht. Wollte ich nochmal eben Hanne Dabhoven selber auch als Movie-Star zeigen. Oh ja. Dass sie also ein bisschen entgegen der These, die wir schon besprochen haben, hier im Rahmen dieser feministischen Ausstellung, ja, also auch durchaus sozusagen performt hat und auch posiert hat. Ja, sieht gut aus. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn wir noch kurz das ein bisschen aufdrehen können. Sehr gerne, von mir aus immer. Ich war immer der Lauteste. Ach super, ja, herzlichen Dank. Ja. Dann würde ich Raffes fragen. Also, genau. Ich will mich übrigens auch erstmal, bevor es zu laut wird, bedanken, dass ich hier sozusagen sein durfte und das hier mit der Musik geklappt hat sozusagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Und auch ganz, ganz schön. Vielen Dank, Raffes. Genau. Und jetzt wird es gleich Tanzmusik. Ja, Tanzmusik ist ja verlangsamt.